Herzlich gegrüßt in Anis Welt. Es folgt eine aktuelle Vorschau der zukünftigen Nachrichten. Politik. Das Konstrukt der politischen Systeme ist komplett in sich zusammengebrochen. In keinem Land der Welt existiert noch eine Partei. Über Nacht hat sich die Gesellschaft neu sortiert und braucht keine Anführer, Könige oder Parteien mehr. Endlich leben die Menschen in Frieden und die Spaltungen wurden ausgemerzt. Es ist auch kein Rat oder Bürgermeister mehr nötig, denn jeder ist bestrebt, den anderen glücklich zu sehen und daran wird sehr eifrig gearbeitet. Einzelne Menschen verstehen diese neue Situation noch nicht so recht und sehnen sich nach den alten Strukturen, was aber durch die Flut von Liebe, die ihnen entgegenströmt, schnell überwunden wird. Wirtschaft. Es hat sich eine Sonderkommission an den runden Tisch vereint und beschlossen, Güter und Lebensmittel, soweit überhaupt noch produziert, zweimal im Monat auszuliefern. Natürlich kostenfrei. Alles, was freiwillig ohne finanzielle Mittel produziert wurde und im Überfluss vorhanden ist, zählt in Zukunft zu den Handelswaren. Weiterhin wurde beschlossen, dass Länder, in denen Lebensmittelknappheit herrscht, täglich beliefert werden. Auch diese Auslieferungen sind an keine Bedingungen geknüpft und völlig kostenfrei. Arbeitsmarkt. Da nun jeder das arbeitet, was ihm tatsächlich liegt und Freude bereitet, steht Arbeit nicht mehr als Arbeit im Raum, sondern als Dienst an sich und für die Gemeinschaft. Das Leuchten in den Augen anderer ist das Ziel der geleisteten Arbeit. Herrlich, so reich entlohnt zu werden. Banken. Die Federal Reserve Bank wurde in Bank of Love umbenannt. Sämtliche Gebäude der neuen Bank of Love wurden zu luxuriösen Wohnungen für Obdachlose umgebaut. Ehemalige Mitarbeiter sind nun dafür zuständig, den Obdachlosen mit Hilfe und Respekt ein angenehmes Leben zu bereiten. Diese Aktion trägt nun Früchte und führte zur Nachahmung. Das erreichte nun auch die EZB. Alle Banken, die kleinen wie die großen, werden sich in Zukunft auch Bank of Love nennen und nach demselben Muster verfahren. Geld wurde übrigens ganz abgeschafft. Die neue Währung heißt Liebe und wird überall mit wachsender Begeisterung gegeben und angenommen. Religion. Alle Religionen und Glaubensrichtungen haben sich bei jedem Menschen nach innen gekehrt. Nun hat jeder Mensch Frieden im Herzen und begegnet allen im Außen voller Liebe. Noch nie war ein Zusammenleben harmonischer. Musik. Um diese großartigen Neuigkeiten gebührend zu feiern, wurde eine Bühne mitten in San Francisco aufgebaut. Elvis Presley und Michael Jackson stehen zusammen auf der Bühne und singen im Duett Imagine. Imagine wurde prompt umgedichtet in It Is So Now. Dieses Konzert wurde live in die ganze Welt übertragen. Sport. Sämtliche Legenden und Profis des Fußballs haben beschlossen, durch die Welt zu reisen und von nun an mit Kindern Fußball zu spielen. Alle Begeisterte sind herzlich dazu eingeladen, mitzuspielen. Bitte nicht alle auf einmal. Natur. Ganz unerwartet zeigen seit 3 Tagen auch die Bäume ihr wahres Gesicht. Mit dem Sichtbarmachen ihres Astralkörpers sehen sie nun noch größer und imposanter aus. Ein fantastischer Anblick. In allen Farben leuchtet nun ein Baum
wie ein wunderschöner Regenbogen. Die Ältesten unter ihnen präsentieren sich sogar in menschlicher Gestalt. Und das Beste ist, wir können sie endlich verstehen. Jeder Mensch sollte sich nun anhören, was die Bäume, vor allem die Ältesten, zu erzählen haben. Und nun kommen wir zum Wetterbericht. Das Wetter verhält sich genauso, wie es der Jahreszeit entsprechend ist. Demnächst steht eine App zur Verfügung, die kostenlos zu erhalten ist. Das Geniale an der App ist, dass sich jeder einmal im Monat für 2 Stunden Sonnenschein einstellen kann, egal zu welcher Tageszeit. Allerdings individuell auf 5 Meter beschränkt. Ich durfte sie schon ausprobieren und bin zum nächsten See gefahren. Natürlich nachts. Die App funktionierte tadellos und ich nahm ein herrliches Sonnenbad mitten in der Nacht. Und zum Abschluss gibt es noch Neuigkeiten in Liebesdingen. Alle erkennen ihren Herzenspartner auf Anhieb und leben glücklich zusammen. Man erkennt sich an groß und hell leuchtenden Farben über den Köpfen. Das Erkennungsmerkmal ist exakt dieselbe Farbe. Es soll schon vorgekommen sein, dass mehrere dieselbe Farbe hatten und deswegen nicht wussten, welchen von den Partnern sie wählen sollten. Diese Menschen werden in Anis Welt gebeten und erhalten eine neue Farbkalibrierung. Politik. Wie in meinen letzten Vorrichten genannt, existieren hierarchische Systeme nicht mehr. Der Zerfall dieser pyramidalen Strukturen breitete sich bis in die kleinste Gemeinde aus. Auch in meiner kleinen Gemeinde fanden diese Veränderungen statt. Seither steht Menschlichkeit und Unterstützung im Mittelpunkt des Lebens. Dieser Wandel hat sogar meine Nachbarn, nach anfänglichen Schwierigkeiten, erreicht. Wie ein altes Kleid schüttelten sie Egoismus und Niedertracht von sich ab und hüpften nun den ganzen Tag voller Enthusiasmus um ihr Häuschen herum. Sie kamen mit einem selbstgebackenen Apfelkuchen zu mir und boten mir ihre Hilfe an. Vor lauter Freude brachen wir zusammen in Tränen aus und herzten uns. Eine neue Gemeinschaft ist entstanden. Das Beste, so passierte es nicht nur hier, sondern überall, von Haus zu Haus, fand ein Entgegenkommen statt. Hilfe und Unterstützung ist die Parole. Positive Gespräche finden statt, anstatt wie vorher die Gespräche hinter dem Rücken anderer. Das Leben wurde schlagartig leichter und freudvoller. Und zusammen werden neue Projekte in Angriff genommen. Technik. Vor 3 Jahren kam eine neue Art der Kommunikation auf. Sie wurde nach ihrem Erfinder T. Margalet benannt. Nachdem weitere Verbesserungen an der neuen Art der Kommunikation stattfanden, finden sich Menschen aus aller Welt zusammen. Endlich kam das zusammen, was zusammengehört. Es haben sich Menschen zusammengefunden, die zukünftig in familiären Strukturen auf großen Familienlandsitzen leben. Das Leben gestaltet sich im Einklang mit dem Rhythmus der Natur. Am Anfang gab es Zweifel von einigen, da ja angeblich das Erdreich nicht genügend Platz für alle bieten würde. Unsere Mutter Erde hat sich da etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Es ist einfach herrlich mit anzusehen, wenn dieses Phänomen eintritt. Es passiert jedes Mal, wenn ein Menschenkind das Licht dieser Welt erblickt. In diesem Moment bildet sich auf magische Weise ein circa 1 Hektar großes Grundstück neben dem Grundstück des elterlichen Landsitzes. Wie lieb Mutter Erde zu uns ist und alles so wunderbar für uns bereitet. Alles, was zum besten Gedeihen des Lebens
für dieses neue Leben benötigt wird, wächst auf diesem Land. Jetzt und in Zukunft werden die Früchte, die auf diesem Grundstück wachsen, für die beste Gesundheit des Neuankömmlings sorgen. Es macht so viel Spaß, dieses Phänomen zu beobachten, so dass es kaum abgewartet werden kann, dass sich wieder Nachwuchs einstellt. Gesundheit. Die Farbkalibrierung, die jeder Mensch erhalten hat, führt die Menschen, die sich innig lieben, zueinander. Diese wundervolle Harmonie führt dazu, dass sich alle äußerst wohl fühlen, kranke Körper heilen und Zufriedenheit breitet sich auf der ganzen Erde aus. Diese positiven Schwingungen stärken den Körper und machen alle sehr glücklich. Dies hat natürlich auch zur Folge, dass Schwangerschaften überaus leicht und angenehm verlaufen. Eine schwangere Frau wirkt ganz besonders. Das Strahlen, was sie in dieser Zeit umgibt, erfreut jedes Herz. Eine schwangere Frau geht nicht. Sie schwebt mehr über die Wege, die sie beschreitet. Ebenso leicht und harmonisch verläuft der Geburtsakt. Jede Wehe wird herbeigesehnt und findet ohne Schmerzen statt. Stattdessen erzeugt jede Wehe ein wunderbares Gefühl von Liebe und Vervollkommnung. In dieser schönen Welt wird das Leben willkommen geheißen und alles ist für ein gutes Gedeihen vorbereitet. Allgemeines Weltgeschehen. Trotz dieser positiven Entwicklungen auf der gesamten Erde haben ein paar Leute ihre düsteren Pläne noch nicht aufgeben können. Sie sahen die ganzen positiven Entwicklungen und wollten diese nutzen, um ihren perfiden Plan, die Menschheit zu digitalisieren, endlich zu Ende bringen. Da all diese positiven Ereignisse in ihrer Hand spielten, setzten sie sich an ihre Quantencomputer und starteten das Projektionsprogramm. Da in den Köpfen der Menschen der digitale Schlüssel über die manipulierten Nahrungsmittel und medizinischen Produkten schon lange eingesetzt war, drückten sie nun auf den Startknopf. Dies fand am 6.6. um 6.33 Uhr statt. Wie auf Kommando reagierten alle Menschen. Alle machten sich auf den Weg nach draußen, egal welche Bedingungen gerade herrschten. Der Kochtopf, der überkochte, das Baby auf der Wickelkommode, sowie alle anderen Arbeiten wurden einfach im Stich gelassen. Wie Roboter starrten alle zur selben Zeit in den Himmel. Mit weit geöffneten Augen wurde das Schauspiel am Himmel verfolgt. Jeder sah, seinen vorherigen Glauben entsprechend, seinen Erlöser in den Wolken. Vor lauter Ehrfurcht sanken alle Menschen auf die Knie und sahen ihr Armageddon bestätigt. Automatisch öffneten sich die Münder und es schallte ein einheitlicher Lobgesang, simultan von allen Menschen gesungen, zum Himmel empor. So erklang es dreimal hintereinander. Gruselig. Plötzlich wurden alle aus ihren Lobpreisungen und Gedanken gerissen. Total verstört schauten die Menschen um sich. Alle 90 Meter erhoben sich gigantische Monolithen empor. Sie waren 9 mal 9 Meter und schossen bis zur Ionosphäre, das sind ca. 6000 Meter, in den Himmel empor. Jeder Monolith hatte eine Kugel an seiner Spitze. Diese Kugel fing hell zu leuchten an. Blitze sprühten aus diesen Kugeln hervor und sie verbanden sich. Jede Kugel
verband sich mit der anderen Kugel und es entstand ein ganzes Netz über der Erde. Es leuchtete hell und stark. Dieses Netz schützte vor weiteren Einflüssen dieses computergesteuerten Erlösers. Die Menschheit begriff schlagartig, was ihnen gerade widerfahren war. Die Trance war vorbei. Mütter rannten schnell zu ihren Kindern und nahmen sie beschützend in den Arm. Nichts war wirklich noch wichtig, außer die Liebe zu den Seinen. Nachdem der Schock vorüber war, bemerkten alle Menschen, dass sich unter ihren Standorten schwarze Pfützen gebildet hatten. Ganz unbemerkt sorgten die Monolithen dafür, dass alles Schlechte und Unnötige aus ihrem Körper entwich und diese dunkle Masse war alles, was übrig blieb. Ab diesem Zeitpunkt benötigte niemand mehr ein Medikament, denn jedes körperliche Gebrechen wurde geheilt. Die Monolithen zogen sich nach 3 Tagen wieder in die Erde zurück. Das Schutznetz allerdings blieb erhalten und färbte den Himmel in den wunderschönsten Farben ein. Es war sogar eine neue Farbe dabei, die noch nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Diese Farbe brachte neue Hoffnung und Mut in die Herzen aller. Das Unheil war endlich besiegt. Es fand kein Armageddon statt und niemand dachte mehr an die alten Glaubenskonstrukte. Herrlich! Übrigens wird die neue Farbe zu Ehren der Monolithen, die rettend eingegriffen haben, Monoli genannt. 3-mal dürft ihr raten, was in diesem Jahr wohl die Trendfarbe war. Nach den turbulenten Ereignissen in Vorrichten Teil 2 begann endgültig eine neue Zukunft für die Menschheit auf dieser Erde. Kurz nachdem sich die Monolithen, die die Menschheit retteten, sich wieder in den Tiefen der Erde zurückgezogen hatten, fielen alle Menschen in einen tiefen Schlaf. Nach dem Erwachen war die Erde, so wie wir sie kannten, nicht mehr vorhanden. Die neue Erde werde ich in meinen kommenden Vorrichten genau beschreiben. An diesem Morgen wachte jeder Mensch in einer Kuhle aus frischem weichem Moos und Gras auf. Blumen und Kräuter, die ringsherum wuchsen, verströmten einen wohltuenden Duft und stimulierten die Sinne. Was für eine Wonne, so aufzuwachen! Der Blick zum Himmel war fantastisch. Es fehlen die Worte, um die Schönheit der Farbe Monoli zu beschreiben. In Kombination mit allen anderen Farben wechselte der Himmel sein Farbspiel immer wieder harmonisch ab. Es erinnerte an eine Aurora Borealis am Nordpol. Am liebsten legten sich viele Menschen in ihre kuschelige Kuhle und beobachteten fasziniert den immer wieder neu entstehenden Himmel mit seinem vielfältigen Farbspektrum. Währenddessen ließen sie ihrer Fantasie freien Lauf. Alles, was sich gewünscht und vorgestellt wurde, nahm in Gedanken Form an. Der Duft der Blumen und die wunderschöne Farbpracht halfen den Menschen dabei, ihre Gedanken in eine Form zu hüllen. Je intensiver man spürte, desto schneller manifestierte sich ein Gedankenkonstrukt. Dieses Konstrukt fiel dann in Form eines Tropfens vom Himmel direkt in die Hand des Menschen, der sie erschaffen hatte. Bei Zusammenkünften, die regelmäßig bei einem Dolmen stattfanden, wurde dieser Tropfen von Hand zu Hand gereicht. Jeder konnte sich die neu erschaffene Form ansehen und seine Gedanken mit einbringen. Es konnte so die ideale Form, zum Beispiel einer Pflanze, herausgefiltert werden. Nachdem die Impulse der anderen Menschen mit in diese Form eingeflossen waren, erhielt der Erschaffer den Tropfen zurück. Voller Wertschätzung und Liebe bedankte er sich für die Impulse der anderen und zog sich zurück, um über seine Schöpfung nachzudenken
und um die liebevollen Ratschläge mit in seine Manifestation einzubeziehen. Nun konnte sein Werk in Erscheinung treten. Aber halt! Um nicht doch etwas zu erschaffen, was nicht in diese schöne neue Welt passte, wurde ein ganz besonderer Ort aufgesucht. Das Miniatur-Projektions-Betrachtungs-Universum. Es erinnerte etwas an die damaligen Tempel, die komplett von Mutter Erde verschwunden waren. Sie wurden ja auch nicht mehr benötigt, da die alten Glaubenskonstrukte nicht mehr existierten. Das Miniatur-Projektions-Betrachtungs-Universum, auch voller Respekt Miprobetun genannt, war von jedem Menschen schnell und leicht zu erreichen. Ein Gedanke an diesen Ort und schwupps, beamte man sich dorthin. In einer wunderschönen Landschaft, umgeben von Bergen, bettete sich das Miprobetun harmonisch ein. Vier Flüsse flossen an diesem Ort zusammen und sprudelten als natürliche Fontäne vor dem Eingang des Miniatur-Projektions-Betrachtungs-Universums zusammen. Jeder Mensch, der in dieses Gebäude, was in einem Berg lag, wollte, nahm zuerst eine reinigende Dusche unter dieser Fontäne. Es diente dazu, dass nur reine Gedanken in das Miprobetun gelangten. Nicht, dass noch Reste aus der Vergangenheit die Zukunft beeinflussen konnten. Nach der Dusche konnte in den Berg eingetreten werden. Der Eingang befand sich direkt hinter der Vierflussfontäne. Wie von unsichtbarer Hand öffnete sich der Berg, wenn ein Mensch vor ihm stand. Nach dem Eintritt verschloss sich der Eingang wieder und man stand in der Vorhalle zu Miprobetun. Diese Halle war ca. 18 Meter breit, 18 Meter hoch und 18 Meter lang. Von Sonnenlicht durchflutet und strahlend hell wirkte die Vorhalle sehr eindrucksvoll. Ein Gefühl von absoluter Geborgenheit und Liebe durchströmte jede Zelle des Körpers. Am Ende der Halle befand sich der heiß ersehnte Raum, um nun sein Schöpferwerk einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Wieder öffnete sich eine Felsenwand. Angenehmes weißes Licht erfüllte den Raum und kleine weiße Blitze leuchteten hier und da an den Felswänden auf. Es war ein magischer Anblick. In der Mitte befand sich ein großes Monument, was wie eine Piskas geformt war. Zwei Kreise, die sich mittig überschneiden. Die Kreise leuchteten und waren trotzdem aus massivem Gestein angefertigt. Das Gefühl, was aufkommt, wenn man sich das erste Mal voller Stolz und Hoffnung in diesen Raum begibt, ist einfach sensationell. Neben der Hoffnung und dem Stolz auf sein Werk wird man auch durch die Geborgenheit und Liebe zu der Piskas geführt. Voller freudiger Erwartung legte man nun seinen Gedankentropfen, seine Schöpfung, in die Mitte der Piskas. In diesem Moment erklang eine wundervolle Melodie, die beruhigend und aufregend zugleich ist. Währenddessen sammelten sich die kleinen Blitze von den Wänden zu einem Bündel und schießen wie ein gemeinsamer Pfeil von der Decke hinab auf die Piskas. Kurz vor dem Auftritt spaltet der Pfeil sich und bringt durch den Aufprall die beiden Ringe in Bewegung. Der eine Ring bewegt sich rechts herum, der andere links herum. In der Mitte befindet sich der Gedankentropfen. Nun kreisen beide Ringe wie ein Space-Rotator um den Gedankentropfen herum. Das Schöpferwerk nimmt in Miniaturansicht Form an. Gleichzeitig überprüfen die beiden kreisenden Ringe, ob dieses Werk für diese Erde geeignet ist und eine Bereicherung. Tatsächlich kam es vor, dass Schöpferwerke nicht manifestiert wurden. So erging es meine Schwester. Sie erschuf mit einem Gedankentropfen eine wunderschöne, mit geschliffenen Diamanten und Gold gewirkte Krone. Exakt passend für den Umfang ihres Kopfes.
Sie stellte sich vor, wie sie diese Krone aufsetzte und wie sie sich damit fühlte. Sie fühlte sich, als könnte sie über alle anderen Menschen herrschen. Das fühlte sich für sie herrlich und richtig an, denn sie nahm sich als ganz besonderen Menschen wahr, als einzigartig und bewundernswert. Aus diesen Gedanken heraus formte sie die güldene Krone und der Gedankentropfen fiel in ihre Hand. Statt dieses Werk, wie gewohnt, mit den anderen zu reflektieren, beamte sie sich einfach sofort zu dem Miniaturprojektions-Betrachtungsuniversum. Vor lauter Eifer versäumte sie es auch, sich unter der Vierflussfontäne zu duschen und zu reinigen. Sie eilte schnell durch die Vorhalle zu Piskas und legte ihren Tropfen voller Stolz in die Mitte. Die kleinen Blitze sammelten sich und schossen von der Decke auf das Monument der Piskas hinab. Die Ringe fingen an, sich zu drehen, rechts und links herum und in sich. Plötzlich verschwand der Gedankentropfen mit einem Pang. Ein schriller Ton erklang und meine Schwester zuckte vor Schreck zusammen. In diesem Moment verstand sie, dass ihre Schöpfung vollkommen ego-basiert war. Ihr Wunsch war es, sich über andere Menschen zu erheben. Sie wollte als heldenhafte Königin über andere herrschen. Und eben diese Strukturen sollte es in dieser schönen Welt nicht mehr geben. Ebenso hatte sie durch ihr Verhalten ihre Mitmenschen übergangen, die ihr wahrscheinlich von diesem Schöpferwerk abgerieten hätten. Sehr bedrückt und in ihrem Stolz getroffen, zog sie sich für mehrere Tage in den Wald zurück und versteckte sich dort. Ihre Scham war groß. Als ich sie endlich fand, erzählte sie mir schluchzend von ihrem Erlebnis. Ich nahm sie in den Arm und versuchte sie zu trösten. Gemeinsam gingen wir heim, legten uns ins herrlich duftende Gras und schufen den ersten gemeinsamen Gedankentropfen. Wir freuten uns, dass das zusammen funktionierte. Meine Schwester konnte den Gedanken an glitzernde Edelsteine nicht ganz vergessen. Wir flochten die Edelsteine mit in den Gedanken ein. Auch taten ihr die Glieder weh, da sie auf dem harten Waldboden übernachtet hatte. Mir kam der Gedanke, für sie einen Schaukelstuhl zu formen, und zwar aus Bergkristall. Dieser sollte sie heilen und für ein Gefühl der Geborgenheit sorgen. Meine Schwester fand die Idee so gut, dass wir beide zusammen den Gedankentropfen in Windeseile erschufen. Gut, dass heute das Treffen bei unserem Dolm war. Wir liefen zum Dolm und zeigten unseren ersten gemeinsamen Gedankentropfen. Die Idee wurde voller Begeisterung mit allen anderen geteilt, aber nicht ohne, dass noch weitere wertvolle Ideen mit in diesen Bergkristallschaukelstuhl einflossen. Der Gedanke sollte noch ergänzt werden mit vollkommener Herstellung der Gesundheit und einem Verjüngungsprogramm. Sehr gute Idee! Wir setzten uns wieder zusammen und erweiterten den Gedankentropfen um diese zwei Komponenten. Es war so schön, gemeinsam mit ihr an unserer Schöpfung zu wirken. Als wir fertig waren, beamten wir uns gemeinsam zu Mipro Betun. Nacheinander duschten wir unter der Fontäne. Dabei sprachen wir uns Mut zu. Meine Schwester hatte wegen ihrem letzten Erlebnis bei der Piskas immer noch ein schlechtes Gewissen. Komm, sagte ich. Unser Gedankentropfen ist sehr gut und sogar noch verbessert worden durch die liebevollen Vorschläge der Menschen bei dem Dolmen. Ich bin mir sicher, dass unser gemeinsames Schöpfungswerk Zustimmung finden wird. Eingehakt schritten wir zusammen vor dem Berg. Der Berg öffnete sich und wir liefen zusammen durch die helle Vorhalle. Wir fühlten uns nicht nur geliebt und geborgen, sondern auch vollkommen zusammengehörig. Noch ein paar Schritte und wir standen im Raum der Piskas. Hinter uns schloss sich die Tür und die Blitze an den Wänden
leuchteten in einer ganz anderen Farbe als sonst. Mit unseren Händen legten wir den Tropfen gemeinsam in die Piskas. Die wundervolle Melodie erklang und wir schauten uns voller Vertrauen tief in die Augen. Die Blitze der Wände zogen sich zu einem magentafarbenen Pfeil zusammen. Die Ringe begannen sich wieder durch die Pfeile in alle Richtungen zu drehen und umkreisten den Gedankentropfen. Schon kurz danach zeigte sich der wunderschöne Schaukelstuhl aus reinem Bergkristall. Wir schauten ihn uns von allen Seiten an und waren begeistert davon, wie gemütlich und stabil der Schaukelstuhl wirkte. Eine Stimme sprach zu uns: Dieses Schöpferwerk dient dem Wohle der Menschheit, bietet jedem die Gelegenheit, seine Wirkung zu entfalten, sonst schwindet seine Wirkung. Plötzlich beamten wir zurück an dem Ort, von dem wir auch hergebeamt worden waren. Zwischen meiner Schwester und mir stand unser Werk. Unser heilender, verjüngender Bergkristallschaukelstuhl. Aufgrund der Gliederschmerzen legte sich meine Schwester zuerst hinein. Schon nach kurzer Zeit hatte sie keine Schmerzen mehr. Sie schaukelte glücklich mit dem Schaukelstuhl hin und her. Und als sie aus diesem Schaukelstuhl aufstand, war sie schlagartig wieder 25 Jahre alt. Sie hüpfte und sprang vor Freude umher und nahm alle, die um sie herum standen, in den Arm und erzählte ihnen von unserer genialen Schöpfung. Natürlich wollte nun jeder gerne mal in den Schaukelstuhl und das Ergebnis war jedes Mal dasselbe. Jeder wurde gesund und wieder 25 Jahre alt. Wann bist du an der Reihe? Einhörner. Tatsächlich gab es wieder Einhörner auf der Welt. Ich liebe diese anmutigen Wesen. Wer diesen genialen Gedankentropfen als erstes bildete und zum Miprobiton brachte, bleibt ein Geheimnis. Natürlich konnte ich nicht widerstehen und manifestierte mein ganz eigenes. Das Fell ist seidenglatt und glitzert leicht golden. Verspielt schwingt sich die weißgoldene Mähne um das gedrehte Horn. Da ich auch damit fliegen wollte, manifestierte ich auch Flügel an diesem stolzen Wesen. Einfach speziell fantastisch. Es bekam den Namen Schnucki von mir. Schnucki und ich waren sofort auf derselben Wellenlänge. Kein Wunder bei diesem wundervollen Lebewesen. Wir beschnupperten uns trotzdem erstmal. Dann streichelte ich das weiß-gold glitzernde Fell. Es war so zart und weich. Kuschelig. Auch die Haare der Mähne und des Schweifes waren samt weich. Die Flügel waren wie die Federn eines Vogels, nur viel größer geformt. So, wie man sich früher Engelchenflügelchen vorgestellt hat. Schnucki senkte sein Haupt und ich schwang mich auf seinen glänzenden Rücken. Vorsichtig trabte Schnucki an und schwupps galoppierte es. Ich fasste nun mit beiden Händen in die weiche Mähne und rief: Auf geht's! Ohne zu zögern hoben wir ab und betrachteten unsere neue Welt aus der Einhornperspektive. Wie wunderschön! Das erste Mal seit Monoli hatte ich die Gelegenheit, unsere Welt von oben zu betrachten. Nichts von den alten Bauwerken, die die Menschheit einst erschuf, war mehr da. Nirgends standen diese kalten Betonklötze, wo Menschen wie gestapelt leben mussten. Überall sah man nur blühende Wiesen und gesunde Wälder. Dann und wann sah man kleine Vertiefungen, in denen nun die Menschen
wohltemperiert schliefen. Bäume wuchsen stark, kräftig und sehr groß heran. Flüsse führten einen natürlichen Lauf und rechts und links verzweigten sie sich auf lebendige Weise. Lustige Fische sprangen dann und wann aus dem Wasser und ich dachte, schade, dass ich sie nicht näher betrachten kann. Schwupps nahm Schnucki Kurs auf den vor uns liegenden Fluss und flog ganz tief mit mir darüber entlang. Klasse, von wegen fliegende Untertassen oder AFU, wie einst angekündigt, die mit Gedankenübertragung gesteuert werden sollten. Mein Schnucki und ich waren in Gedanken miteinander verbunden. Wir kommunizierten auf gefühlvolle Weise miteinander und verstanden uns ebenso ohne Worte. Neugierig beobachtete ich die fliegenden Fische und streichelte dabei sanft den Hals von Schnucki. Ich bedankte mich in Gedanken für dieses wunderbare Abenteuer. Nach einer Weile flogen wir weiter über Wiesen, Täler und Berge. Alles war gesund und wunderschön anzusehen. Saftiges Grün strahlte mich überall an. Ich war vollkommen glücklich. Schnucki machte abrupt eine Drehung. Seine Gedanken kamen bei mir an. Ich muss dir etwas zeigen, sagte er. Neugierig stimmte ich zu. Es dauerte eine Weile und ich genoss es sehr, durch den bunten Himmel geflogen zu werden. Schnucki fing an, sich in kreisenden Bewegungen um einen bestimmten Ort zu drehen. Es fühlte sich merkwürdig an. Ganz langsam sanken wir näher und näher. Nun erkannte ich, was Schnucki mir zeigen wollte. Unter uns befand sich eine große schwarze Erhöhung. Es sah fast aus wie ein Turm. Seltsam. Ein Gefühl der Abwehr stieg in mir auf. Schnucki änderte die Richtung und wir landeten in einem Waldstück in der Nähe dieses schwarzen Turmes. Erleichtert atmete ich auf. Trotzdem packte mich die Neugierde. Und ich näherte mich diesem schwarzen Turm mit pochendem Herzen. Nun sah ich es. Die gesamte schwarze Masse der Negativität, des Schmerzes, des Leides, der Angst und der Niedertracht türmten sich in Form dieses Turmes auf. Mir wurde richtig übel bei diesem Anblick. Nun wollte ich es wissen, warum stand dieser Turm hier? Ich fasste allen Mut zusammen und ging schnurstracks darauf zu. Plötzlich lief ich wie vor einer unsichtbaren Wand. Ich wurde zu Boden geschleudert und dann ohnmächtig. Da lag ich nun, hilflos auf dem grauen Boden. Eine bezaubernde Stimme sprach zu mir. Ani, du suchst wieder einmal Antworten. An diesem Ort, der vor jedem Zutritt geschützt wird, ist all das aufbewahrt, was diese Menschheit im Zeitalter von Monoli nicht mehr dienlich ist. Trotzdem muss es angesehen werden, damit die Menschheit nicht in uralte Verhaltensweisen zurückfällt. Denn all dieses Leid
wurde zum Wohle aller transformiert. Es steht hier zum Mahnmal. Es reicht, wenn es von einem angesehen wird. Und das ist nun geschehen. Damalige Könige hatten zu diesem Zweck den Hofnarren, der die Aufgabe des Spiegels übernahm. Bewahre diese Worte in deinem Herzen und erzähle niemandem davon. So ist der Zweck erfüllt. Meine Nase juckte. Die Mähne von Schnucki streifte über mein Gesicht. Sein Horn berührte dabei meine Stirn. Noch total befangen von dem gerade Erlebten, schwang ich mich auf seinen Rücken. Während des Fluges zurück dachte ich über die Begebenheit nach. Die Frage blieb: Warum wurde gerade mir der schwarze Turm gezeigt? Hast du darauf eine Antwort? Am nächsten Abend saß ich zusammen mit guten Freunden bei unserem Dolmen. Gegen Abend veränderte Monoli unseren Himmel immer in wunderschöne Blau- und Violetttöne. Ein herrlicher Anblick. Wegen der guten alten Zeiten zündeten wir trotzdem ein Lagerfeuer an. Gemeinsam schwelgten wir in Erinnerungen. Tamina und Leander waren schon lange ein Pärchen. Sie lernten sich in einer Singlebörse in Anis Welt kennen. An dem Tag, wo unsere neue Zeitrechnung begann, am Tag 1 nach Monoli, abgekürzt NM, leuchteten die Lichter natürlich in derselben Farbe über ihren Köpfen. Sie leuchteten in einem wunderschönen Grün. Sie erzählten von ihrem ersten Treffen und den Anfangsschwierigkeiten, die nun weit in der Vergangenheit lagen. Voller Liebe schauten sie sich dabei immer wieder tief in die Augen. Es erfüllte auch mein Herz voller Liebe und ich konnte mir ein zufriedenes Grinsen nicht verkneifen. Tatsächlich bildete sich ein Gedankentropfen von einem Baby vor meinen Augen. Ob die beiden schon bereit waren für ein Baby? Während ich in Gedanken schon das Baby von Tamina und Leander in meinem Armen hielt, erinnerte sich Gudrun an die Zeremonie, die sie für die beiden abgehalten hatte. Was für ein harmonischer Abend! Auch Jonas und Janette erinnerten sich gerne an ihr Kennenlernen und erzählten uns, wie sie sich begegneten. Jonas war kerngesund. Fesch sah er aus und war allem gegenüber sehr aufgeschlossen. Er liebte es, auf Bäume zu klettern. Und noch eines seiner vielen Talente war sein Organisationstalent. Als sich die Kunde über unseren Bergkristall-Schaukelstuhl verbreitete, trommelte er prompt alle kranken und gebrechlichen Menschen um ihn herum zusammen und machte sich gemeinsam mit ihnen auf den Weg. Silvia, die unter Arthritis litt, war auch dabei. Sie war gerade in die Nähe von Jonas gezogen und lebte bei der saftigsten Wiese weit und breit. Nur die Arthritis machte ihr zu schaffen. Und da sie kaum laufen konnte, nahm Jonas sie kurzerhand Huckepack und trug sie so den weit entfernten Weg bis hin zum Bergkristall-Schaukelstuhl. Was für ein Naturbursche! Nachdem Silvia aus dem Schaukelstuhl aufstand und vor lauter Freude wieder jung und gesund zu sein herumhüpfte, freute sich Jonas mit ihr. Die beiden hüpften, tanzten und sprangen wild herum. Dabei verlor Jonas das Gleichgewicht und stolperte in eine Menschenmenge. Es war ihm sichtlich peinlich. Ausgerechnet er, der Naturbursche, musste stolpern und hinfallen. Janette reichte ihm die Hand und half ihm wieder hoch.
Bei der Berührung der Hände kam es ihm vor, als würde ein gepulster Stromschlag durch die Hand durch seinen ganzen Körper rauschen. Irritiert und auch etwas verschämt stand er nun vor Jeanette. Boah, was für eine holde Maid, dachte er. Sie hatte lange braune Haare, hatte eine weibliche Figur und ihre Augen leuchteten und glitzerten ihn an. Es war sofort um ihn geschehen. Alles um sie herum sah er nur noch verschwommen. Das Einzige, was er noch wahrnehmen konnte, waren diese wunderschönen Augen. Jeanette erhob ihre linke Hand und zeigte mit dem Zeigefinger auf die leuchtende Farbe über ihrem Kopf und zwinkerte Jonas zu. Langsam begriff er, was Jeanette ihm zu verstehen gab. Wir sind füreinander bestimmt. Seither sind 9 Monate nach Monoli vergangen und die Geburt ihres ersten Kindes steht unmittelbar bevor. Herrlich, wie einfach es doch war. Eddie, der mit uns am Lagerfeuer saß, spielte auf seiner Harfe. Die Melodie war wunderschön. Jeden Ton, den er der Harfe dabei entlockte, konnten wir nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Erst sahen wir die Note, die sich dann zu einer Welle veränderte. Berührte dann diese Welle unsere Körper, hinterließ sie ein sanftes Kribbeln auf der Haut. Die Klänge verschmolzen mit unseren Gefühlen. Ich fing an mitzusummen. Wir alle waren durch diese Musik miteinander verbunden und wir alle fühlten und spürten diese wundervolle Harmonie. Mit einem Mal erschienen Herzenswölkchen am Monoli-Himmel. Wie fantastisch! Verträumt schaute ich mir dieses zauberhafte Treiben am Himmel an. Vor meinen Augen erschien ein Gedankentropfen. Aber es war keiner von mir kreierter. Dieser Tropfen war unheimlich groß und in ihm befanden sich 2 Herzen. Wessen Gedankentropfen war das? Ich schaute mich um. Meine Freunde schauten mich erwartungsvoll an. Auch sie waren total verblüfft, denn auch keiner von ihnen hatte diesen Tropfen kreiert. Ich spürte in den Tropfen hinein. Er war voller Liebe. Wer nur war der Erschaffer dieses Gedankentropfens? Niemand hatte eine Antwort darauf. Selbst Schnucki stand ratlos da. Im Gegensatz zu allen anderen Menschen hatte ich kein Licht als Erkennungsmerkmal über meinem Kopf leuchten. Deshalb ging ich auch davon aus, dass für mich kein Partner bestimmt war. Mit einem lauten Knall zerplatzte der Gedankentropfen. Die 2 Herzen in ihm fielen herab. Eines auf meine Brust und eines auf meinem Kopf. Eine noch nie empfundene Zärtlichkeit und eine enorme Sehnsucht machte sich in mir breit. Ein Gefühl des stark miteinander Verbundenseins. Sollte ich doch nicht alleine durchs Leben gehen? Schon wegen dem, was ich bei dem schwarzen Turm erlebte, ging ich davon aus, alleine bleiben zu sollen. Leander zeigte mit dem Finger auf eine Stelle über meinem Kopf. Sein Mund stand weit offen dabei.
Dann lächelte er mich an, schaute zu Tamina und drückte sie fest an sich. Gudrun, Eddie, Jeanette und Jonas grinsten jetzt auch voller Freude. Krass, Ani, du hast jetzt auch so ein Licht wie wir. Ach was, rief ich und lief zum nahegelegenen See. Im Wasser betrachtete ich mein Spiegelbild und ja, tatsächlich hatte nun auch ich eine Farbkalibrierung bekommen. Hocherfreut machte ich mich auf den Weg zurück zu unserem Lagerfeuer. Da angekommen, umarmten mich alle meine Freunde, hüpften vor Freude mit mir herum. Selbst Schnucki kam neugierig dazu und berührte mit seinem Horn mein Licht. Tamira sagte, ich konnte sowieso nicht verstehen, warum du kein Leuchten über deinem Kopf trägst. Ich bin gespannt, welcher Mann für dich bestimmt ist. Ich überlegte, war es der Mann aus dem Wald, den ich letztens sah? Welche Farbe hatte sein Licht? Ich erinnerte mich leider nicht. Sollte ich nicht doch besser alleine bleiben, bei dem, was mir gezeigt wurde? Es war schon sehr spät geworden und ich freute mich auf eine entspannte Nacht in meiner kuscheligen Kräuterkohle. Voller Zufriedenheit legte ich mich lächelnd zur Ruhe. Friede der Nacht, wünschte ich allen Menschen. Friede der Nacht, allen Tieren. Friede der Nacht, dem neuen Himmel, Monoli. Ach, einfach allem wünschte ich tiefen Frieden. Ich schloss die Augen. Ich sank immer tiefer und tiefer in meiner Kräuterkohle. Doch Moment mal. Wieso sah ich mich auf einmal dort liegen? Ich betrachtete mich, wie ich da lag und schlief. Wie war das möglich? Eine Hand berührte die meine. Als ich mich umdrehte, sah ich eine sehr hell leuchtende Gestalt. Das Licht, was diese Gestalt umgab, war so hell, dass ich mich wunderte, dass meine Augen das aushielten. Doch, sah ich mit meinen Augen? Sei beruhigt, Ani. Du bist es und siehst es. Dein Geist macht nur einen kleinen Ausflug mit mir. Ohne weiter darüber nachzudenken, ganz im Gegenteil, ließ ich mich geborgen von diesem hellen Licht und dieser beruhigenden Stimme abholen. Zusammen wurden wir immer weiter von meinem Schlafort fortgezogen. Wir sahen die Wiese und die Wälder immer weiter entfernt. Selbst unsere neue Erde wurde kleiner und kleiner, bis sie gar nicht mehr zu sehen war. Ohne Angst ging es weiter. Wir verließen die Milchstraße und letztendlich unsere ganze Galaxie. Wohin gehen wir? Fragte ich. Heute möchte ich dir etwas ganz Besonderes überreichen, Ani. Den Schlüssel des Lebens. Dazu müssen wir zu einem ganz besonderen Ort. Und dahin führe ich dich jetzt. Den Schlüssel des Lebens? Als ob diese Worte einen Knopf zum Beamen drückten, befanden wir uns an einem riesigen Tor. Geh hindurch. Diesen Schritt musst du alleine tun. Ich war viel zu neugierig, um Angst zu haben. Ich drehte mich um und ging alleine durch dieses große Tor. Auf dem Weg vor mir sah alles ziemlich irdisch aus. Neben dem Weg blühten üppig viele Blumen. Ich nahm sogar ihren herrlichen Duft wahr. Es war ein sehr friedlicher Ort
und ich lief weiter den Weg entlang. Mit einem Mal sah ich ein wunderschönes Schloss. Echt jetzt? Stellte ich mir die Frage. Ein Schloss? Es war wunderschön und ich freute mich, als ich die Tür des Schlosses erreicht hatte. Trotzdem wunderte ich mich, dass ich hier, so weit abgelegen von Raum und Zeit, ein Schloss vorfand. Die Tür öffnete sich automatisch und ich kam mir so vor, wie in der Halle, von wo aus es zu Miprobitun ging. Rechts und links führte eine wunderschöne Treppe ins Obergeschoss. Oh Mann, ich weiß nie, welche ich dann nehmen soll. Ich überlegte. Rechts an der Wand hing ein Gemälde mit Schlüsseln. Warum waren wir hierher gekommen? Sagte man mir nicht etwas von einem Schlüssel? Ich wählte den rechten Aufstieg. Oben angekommen, öffnete ich die einzige Tür auf dem Flur. Boah, ein Raum durchflutet von Licht tat sich auf. Ich konnte erstmal gar nichts wahrnehmen, außer dieses helle Licht. Es wirkte ein wenig wie Nebel. Das war wohl selbst für diese geistigen Augen zu viel. Von weiter her nahm ich eine wunderschöne Melodie wahr. Ich sah in diese Richtung und tatsächlich lichtete sich dieser helle Nebel. Weit entfernt von mir nahm ich einen Thron wahr. Einen Thron? Der Thron sah aus wie der Thron von Zeus oder Odin. Zeus? Odin? Unser irdisches Leben vor unserer neuen Welt schien mich wieder einzuholen. Ich war irritiert. Ich packte allen Mut zusammen und ging auf den Thron zu. Na, Ani, du hast ja lange gebraucht. Und nein, Zeus oder Odin bin ich nicht. Komm her zu mir, damit du den Schlüssel des Lebens entgegennehmen kannst. Tief beeindruckt folgte ich diesem Wesen. Die Stimme kam mir so vertraut vor. Vor ihm angekommen, blickte ich in warme Augen. Warme Augen voller Liebe. Machen wir es nicht so spannend. Ich kenne deine Ungeduld. Hier hast du den Schlüssel. Nee, das hatte nun wirklich nichts mit vorirdischen Göttern zu tun. Ich nahm den überdimensionalen großen Schlüssel in meine Hände und wusste nicht so recht, was ich sagen sollte. Ja, danke. Danke. Echt groß. Was mache ich jetzt damit? Also gehe und verlass das Schloss und nehme die linke Treppe. Ehrfürchtig und dankbar machte ich mich auf den Weg. Ich ging den blumigen Weg zurück zu dem großen Tor, durch das ich eingetreten war. Da war sie wieder. Diese Lichtgestalt, die mich hierher geführt hatte. Als ich vor ihm stand, sagte er: Schaue mir in die Augen. Es waren fast dieselben Augen wie die, die ich gesehen hatte, als ich vor dem Thron stand. Abgefahren. Ich versank in seinen Augen. Ein Gefühl, wie endlich zu Hause angekommen zu sein. Voller Liebe und Wärme. Nun passierte etwas, was sehr schwer zu beschreiben ist. Ich versank in diese liebevollen Augen und war außerhalb von allem,
was ich jemals gefühlt und gesehen hatte. Ein großes Buch erschien. Es war so enorm groß, dass es in ein ganzes Universum passen würde. Es sah aus wie ein Poesiealbum, was man abschließen konnte. Nur, dass das Schloss in der Mitte des Buches angebracht war. Ich steckte den Schlüssel ins Schlüsselloch und drehte nach links. Das Buch sprang auf. Es war kein Buch, was man liest, wie es früher einmal war. Aus dem Buch sprangen Zeichen, Hieroglyphen, Runen, Buchstaben und Muster einfach heraus. Vieles davon kannte ich, vieles aber auch nicht. Bei den 5 platonischen Körpern blickte ich genauer hin. Wie als wenn die Zeit anhielt, hörte auch das Buch auf, weiteres Wissen herauszusprudeln. In Gedanken verband ich das, was ich über die Fibonacci-Folge wusste, mit diesen platonischen Körpern. Ich begriff, dass alles aufeinander aufgebaut war. Dass alles Leben auf jedem existierenden Planeten, ja sogar in jeder Galaxie und letztendlich in jedem Universum auf diesem Rechenexempel basierte. Alles, die Sonne, die Erde, die Bäume, ja selbst wir Menschen, sind auf dieser Rechengrundlage erbaut. Aber wieso, fragte ich mich, ist das nicht ein bisschen einfach? Und was ist mit unserem Geist, mit unserer Seele? Der Geist, der dies gerade erfahren darf. Es musste mehr dahinter stecken. Als ob ich ein Blatt umblätterte, sprudelte das Buch sein Wissen weiter heraus. Ich sah Wesen, hell leuchtende Wesen. Anders wie das, was mir hier begegnet war. Sie sahen menschenähnlich, aber doch leuchtend aus. Viele davon saßen zusammen im Kreis und überlegten, was sie als nächstes erschaffen könnten. Ich konnte alles hören, was sie sprachen. Lass uns wieder einen neuen Planeten erschaffen. Dieses Mal einen mit pinkem Gras und lila Blättern an den Bäumen. Ohne die hermetischen Gesetze, sondern mit den heinbierischen. Es ist langweilig geworden, immer nur Planeten und Universen aufgrund der Hermetik zu erschaffen. Außerdem haben wir dafür ja schon unser großes Rechencenter erstellt, was diese Aufgabe ganz wunderbar erfüllt. Ein anderer sagte, genau, wir brauchen ja nur noch Seelen und ihre vorbestimmten Erlebnisse herunterzuschicken. Wie jetzt? Ich war erschüttert, das so kühl und berechnend zu erfahren. Wie leicht es für sie war, Leben zu erschaffen. Und wie leicht, Seelen ihrer Bestimmung zuzuführen. Ich wollte umblättern. Doch dann hörte ich eine Stimme, die mir seltsam bekannt vorkam. Hey, guck mal, was ich erschaffen habe. Hier seht ihr diese Diamanten mit dem goldenen Relief. Ist das nicht wunderschön? Das ist doch nicht möglich. Das war ja meine Stimme. Ich saß tatsächlich mit diesem Lichtwesen da und hörte mir selber zu. Ich sagte, unsere Rechenmaschine läuft ganz hervorragend. Und die Seelen und Leben werden auch ganz automatisch verteilt. Ich bin dafür, dass wir uns jetzt anderen Projekten widmen. Einer machte den Vorschlag, wie wäre es, wenn wir unsere eigene Erfindung und Erschaffung auch mal selber ausprobieren?
Oh Mann, genau das haben wir alle getan und uns dabei verloren. Was sollte ich nun tun? Fragend schaute ich mich um. Ich schlug das Buch zu und schloss es wieder ab. Ziemlich enttäuscht fragte ich mit stummem Blick mein Gegenüber. Er sprach beruhigend auf mich ein. Schau, was Schöpfer alles können. Es gibt nichts, was es zu verurteilen gäbe. In deiner Welt existiert das Niprobitun. Weißt du, wer es zum Schutz der neuen Welt und vor allem zu deinem Schutz installiert hat? Es war dein Lichtseelenpartner, der dich und alle anderen vor den Ereignissen, die passiert sind, bewahrt. Bei diesen Worten war ich zutiefst beruhigt und voller Dankbarkeit. Danke, dass es so lichtvolle Wesen gibt, die uns als neue Menschheit vor diesen Erfahrungen bewahrt. Ist dieses Lichtwesen auch hier auf der Erde? Wer weiß. Beruhigt kehrten die Lichtgestalt und ich nach diesen Worten wieder auf unsere schöne Erde zurück. Wie durch Zauberhand gelangte ich wieder meinen Körper und fühlte mich um einige Erkenntnisse reicher. Ich wachte in meinem Körper auf, schaute mich um und alles um mich herum schien immer noch zu schlafen. Ich beschloss, die anderen schlafen zu lassen und ihnen morgen von dieser Begebenheit zu erzählen. Sei auch du gespannt, wie es weitergeht, hier in Anis Welt. Bis zum nächsten Mal, deine Ani. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das unter den Angaben in der Infobox gerne tun. Vielen Dank für deine Spende.